Dude, hätte mir ja. Ach. Da können wir wahrscheinlich auch irgendwie noch was wegmachen. Bitte nicht. Eva. Was seid ihr denn? Ihr seid ja hässlich. Hey, hier. Schlüssel. Wo will ich das? Eiskaltes Wasser. Okay. Bin mir nicht sicher, ob ich sie warm machen kann. Ihr habt da was zu spielen. Scheint euch nicht zu gefallen. Ich ja nichts dafür, dass ihr es nicht mögt. Ich auf die Palme? Ich kann auf die Palme. Sehr schön. Sehr, sehr schön sogar. Ah. Mann, ist das ein tiefes Loch, wo wir drin sind. Aber naja. Oh. Passiert ist passiert. Wird aber kurz. Option kurz nochmal. Ich hab mich gefühlt, könnte das ruhig nochmal ein bisschen. Also ein bisschen zumindest. Hat laute Teile, leise Teile und. Fortschritt gespeichert, ja. Schon schief gehen von der Lautstärke her. Sichtfeld 110. Sagen 100 reicht so. Hey, die spielen doch mit dem Ball. Aber die mögen den Ball nicht.
Jo. Du willst hier raus, versuchst im Hamsterkäfig dort lang. Danke. Ja, ich bin doch ein bisschen zu laut. Ja, ist definitiv zu laut. Machen wir doch 60. Oder 65, muss ich gucken. Das sollte eigentlich einigermaßen hinhauen. Oh. Brauchen wir die Batterie. Und hier brauchen wir was Heißes. Oh. Also Münzen. Leid, die Batterie brauche ich. Die klaue ich mir mal kurz. So, oder was gesagt, ich leihe sie mir mal. Die gute alte Supercell Plus Power. Supercell Plus Power. Nur mit Supercell. Okay. Und hier können wir dann was hochschicken. Ich fürchte, nur verletzte Leute dürfen ins Krankenhaus. Möchte ich vielleicht sein? Ich bin mir nicht sicher. 45 Münzen haben wir. Ich bin verletzt. Danke. Ah, so geht das. Die gute alte Supralent-Knete. Ist hier überhaupt auch noch Knete drin? Mit denen können wir also jetzt zurückgehen. Was soll man denn hier mit den Schlüsseln? Lassen wir den Schlüssel erstmal da liegen. Wir haben 48. Ach, da hinten. Ich hab da was gesehen. Ich hab da was gesehen.
Hier. Aua! So unfair. Er hat uns einfach... Okay, wenn er uns einfach vermöbeln will. Soll er halt. Also das stört mich nicht. Ich hatte die zwei Menschen für die echte Spitzhacke nicht. Dann habe ich eine aus Papier gekauft. Aus Pappe gekauft. Das Ding ist nutzlos. Okay. Wie kommst du hier hoch? Ich dachte, ihr kommt da nicht hoch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das nicht könnt. Ich mag die nicht. Kann mir das einer verüben oder so? Bin mir nicht sicher. Vorsicht, dass du mit deiner heißen Bälle nichts anzündest. Würde ich hier gerne nach oben. Ich zünd zwar nichts mit meinen heißen Bällen an, aber... Ich darf auch nicht, was ich vorhabe. Verdammt. Schnubbidi, schnubbidi, ja. Holzspitzhacke. Zerstört verdächtig eckige Blöcke und Monster. Okay. Eckige Blöcke.
Sehr schön, jetzt ist die Sache nur. Wo waren überall die eckigen Blöcke? Hier auf jeden Fall. Sie sind auf einmal. Ich hinterfrage nicht. Auf einmal sind überall welche. Also ihr habt ja nichts mehr. Scheint so, als wäre ich ausverkauft. Weiß nicht, muss mir das jetzt leid tun? Schnapp die du und so. Schnapp die du und. Hier war irgendwo. Genau hier hinten. Sieht aber irgendwie nicht vielversprechend aus. Sieht irgendwie nicht besser aus. Zumindest kann man hier schon mal lang. Okay. Damit haben wir hier erstmal Ruhe. Sollte ich den vielleicht auch, weil ich bin mir nicht sicher. Oh, meine Spitzhacke funktioniert, wirklich.
hat nur eine Ewigkeit gedauert. Ja, hat nur ewig gedauert. Hallo? Ist ja unfair. Kann ich das zurückschießen? Oh, kann ich. Wusste ich nicht. Der Bunker ist abgesackt. Unsere Leute wurden alle unterirdisch verteilt. Der Asylierte Königreich Eid ist gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Klempner, du siehst so aus, als kämpfst du mit Höhlenabenteuern klar. Finde einen sicheren Weg zurück an die Oberfläche. Los. Okay. Wir sind Klempner, Sicherheitsinspektor und ja. Also wir sind für alles verantwortlich, so gesehen. Wow. Also siehst du das, der große Exit-Schild da oben? Das ist unser Ziel. Ich hätte es mir doch denken können. Gesundheitsleisten. Lässt sich die Gesundheitsleiste deiner Gegner sehen. Diese Kette hier. Wer kennt das nicht? Hätte mir so denken können. Hey, das ist unfair. Okay. Die Marine. Ich glaube, ich mache das Sichtfeld wieder zurück. Wir hatten ja Sichtfeld, genau, Sichtfeld. 125,110. Machen wir 120. Mal gucken, ob das sich so groß da, dass das so einen großen Unterschied macht. 110 ist Standard, 120. Ach hier.
würde sagen, ich mache trotzdem wieder zurück. Ja, du stellst zwar gerade ein bisschen viel um, aber, oder besser gesagt, immer mal wieder was um, aber. Sorry. Einfach ein bisschen neu genäht. Die alte ist schon ein bisschen ausgenuddelt und trocknet leicht. Uns ausruhen. Oh, keine Lust hier was zu machen. Wir sehen Rauschen zuhören und dann. Das ist das Ende der. Das ist der Anfang, was? Oh, war der Anfang das Ende? Verdammt. Das Ende ist der Anfang. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Ist das jetzt das Ende des Anfangs oder? Ach, keine Ahnung. Es ist, was es ist. Es ist Superland 6 Inches Underwater. Schade, das Schwert. Musstest du echt mein Schwert reinwerfen? Ich entzünde doch nur das Feuer. Ja. Zwei Anspielungen nebeneinander. Ich bin Wasserspezialist, aber der Baron des Hamsterkäfers möchte meinen Floh nicht. Klempner-Typ? Ich bin runtergefallen und jetzt komme ich nicht hier raus. Ja. Ich rieche, glaube ich, ein bisschen streng, seitdem ich hier reingefallen bin. Wie geht's? Was für ein Gestank? Geh weg! Oh. Wo hier? Mein Bruder wächt sich, weil ich Müll auf ihn geworfen habe. Komm raus da, Bruder! Wir stinken. Ja, wir haben hier noch ein bisschen Müll. Da. Igitt. Den Fall, dass wir es noch mal brauchen. Nett, die Dusche hat ihn noch träge gemacht. Oh, das mal ja schön unter den Achseln. Oh, hier noch ein bisschen. Ach, so schön. So, jetzt kannst du. Oh, kein Streichholz mehr da.
Schade. Also zumindest stinke ich nicht mehr. Plansch, plansch. Die Monster haben Angst vom Wasser, aber sie machen mir trotzdem Angst. Woher kommen die? Wo die überall rumplanschen? Du riechst gerade sauber genug, um rein zu dürfen. Wollte mich gerade noch bedanken. Mr. Muskel, pass auf dich auf, Neuling. Die Reichen machen mit dir, was sie wollen. Okay. Oh. Jetzt bräuchte ich jetzt noch ein bisschen Feuer. Was ist das? Also wir haben hier, ach, hier hinten ist die Kerze. Wäre das gemein, wenn wir die Hütten alle abbrennen? Die Hütten halt jetzt wirklich die ganzen Hütten abbrennen. Hier vorne war noch eine. So. Ich habe mein Streichholz verloren. Wir sind zwar nicht reich. Oh, was soll's. Möge das ewige Licht uns leiten. Das ewige Licht sagt, ich soll dir ja vergeben. Geht von ewigem Licht eine Brandgefahr aus? Willkommen in unserem bescheidenen Dorf. Unser Dorf wird von ewigem Licht gesegnet. Ich glaube, die ewige Kerze wird kleiner. Okay.